Hallo, Klein Tom. Du hast gerade einen Löwen gesehen? Klein Jerry und Klein Carrie sehen verängstigt aus. Wo hast du ihn gesehen? Bei der Schule? Aber ich glaube nicht, dass es Löwen in Car City gibt. Okay, schauen wir uns das mal an. Er war im Hof? Ein Löwe! Aha. Lauft, ihr Kleinen! Richtig, ihr solltet Supertruck holen. Großartige Idee. Und ihr solltet zurück in den Park, wo es sicher ist. Karl, die Kleinen haben bei der Schule einen Löwen gesehen. Du musst etwas unternehmen. In was wirst du dich verwandeln? Aha. In einen Tierfänger? Cool. Hey, ihr Kleinen, Supertruck ist hier, um das alles zu untersuchen. Der Löwe war im Schulhof. Auf geht's. Der Löwe ist weg. Du hast recht. Wir sollten ihn finden, und zwar schnell. Gute Idee, Klein Jerry. Supertruck, benutzt ein Fernglas. Der Löwe hat Klein Ben? Oh nein! Bleibt hinter Supertruck, ihr Kleinen. Er entkommt.
Karl, unternimm etwas. Haben wir dich. Karl, er entkommt trotzdem. Supertruck. Ich glaube nicht, dass das ein Löwe ist. Tut uns leid, Ben. Wir dachten, du wärst ein echter Löwe. Schaut, wer es ist, Leute. Es ist Ben, der Traktor. Angemalt wie Alex aus Madagaskar. Oh, du kommst gerade zurück von Toms Lackierwerkstatt. Und hast dir gedacht, du holst Klein Ben von der Schule ab. Naja, schönen Tag noch, Leute. Tschüss. Macht ihr Feierabend, Ethan? Dane? Okay, kommt gut nach Hause. Junge, der Verkehr ist ja schrecklich. Oh nein! Alles in Ordnung, Ethan? Oh oh, du hast recht. Der Verkehr staut sich weit zurück. Was werden wir tun? Gute Idee. Rufen wir Supertruck. Karl, auf der Autobahn wurde ordentlich was verschüttet. Kannst du helfen? Welches dieser Fahrzeuge kann uns helfen, Metall von der Straße zu räumen? Fantastisch! Du bist ein Magnetkran! Bist du bereit? Gut! Auf geht's! Schaut, Leute, Supertruck ist hier, um zu helfen. Okay, Supertruck, benutzt einen Magneten, um das Metall einzusammeln. Ups. Ach, du liebe Güte, schalt ihn ab und lass Dane runter. Versuchen wir das gleich noch einmal, aber achte darauf, dass dein Magnet diesmal über dem Metall ist. Ja.
Wow, das ist aber mal ein starker Magnet. Kein Wunder, dass er auch Dane angehoben hat. Hm, du hast ein paar Teile vergessen, Supertruck. Oh. Du fragst dich, was mit all dem Metall passieren soll? Warum tust du es nicht auf Ethans Ladefläche? Hervorragend. Der Verkehr fließt wieder. Du hast es mal wieder geschafft, Supertruck. Vielen Dank. Mm. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Supertruck! Sag mal, Leute, das sieht ja toll aus. Ist das was Besonderes? Oh, es ist eine neue Art von Gebäude. Aber warum ist es denn besonders? Ah, es ist erdbebensicher. Sehr interessant. Mhm. Könntet ihr uns das mal demonstrieren? Was macht ihr zwei da? Ihr wollt die Erde zum Beben bringen? Ich glaube, das klappt so nicht. Ich glaube nicht, dass ihr schwer genug seid. Ah, gute Idee. Wenn irgendein Fahrzeug weiß, wie man die Erde zum Beben bringt, dann ist es Supertruck. Oh. Am besten rufst du ihn einfach, Christopher. Supertruck, kannst du mal schnell kommen? Warte mal, was tust du da? Du stapelst Kästen? Warum? Oh, du willst wissen, wie hoch du die Kästen stapeln kannst, bevor sie umfallen? Macht das Spaß? Na dann wird dir die nächste Aufgabe richtig Spaß machen. Christopher, der Zementmixer, und Charlie, der Kran, haben ein neues, besonderes, erdbebensicheres Gebäude gebaut. Und sie würden es gerne ausprobieren, aber es gibt keine Erdbeben. Meinst du, du kannst dich in eine Erdbebenmaschine verwandeln? Ich wusste, du kannst das. Also, wie willst du eine Erdbebenmaschine werden? Ah, du hast eine besondere Ausrüstung. Da bin ich aber mal gespannt. Aber starte das Erdbeben nicht zu früh, sonst fällst du noch von deiner Plattform. Okay, alle zusammen. Dann wollen wir die Erde mal beben lassen. Oh, Supertruck. Du willst vorher noch etwas anderes machen? Guter Plan, Supertruck. So wird kein Auto verletzt, wenn das Gebäude wirklich zusammenstürzen sollte. Jetzt bitte alle in den sicheren Bereich.
und los geht's. Oh. Oh. So weit, so gut. Aber das war jetzt nur ein kleines Erdbeben. Kannst du da noch eine Schippe drauflegen, Supertruck? Das funktioniert ja prächtig. Aber wie ist es mit einem richtig schweren Erdbeben? Oh nein! Passt auf! Sieht so aus, als wäre das Gebäude doch nicht so erdbebensicher. Tut mir leid, Leute. Das ist richtig, Supertruck. Es war ein guter Versuch. Nur weil ihr einmal versagt habt, heißt das ja nicht, dass ihr gleich aufgeben müsst. Ihr müsst einfach weitermachen, bis alles passt. Also, geht ihr zwei wieder an die Arbeit? Viel Glück. Wir wissen, ihr könnt das. Vielen Dank für alles, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, ihr Kleinen. Sieht so aus, als hättet ihr eine Menge Spaß heute. Das ist aber nett von dir, Klein Tom. Oh nein, was ist denn mit der Rutsche passiert? Jemand klaut schon die ganze Woche über die Geräte vom Spielplatz? Das ist ja schrecklich. Guter Gedanke, Klein Katie. Supertruck kann hier bestimmt helfen. Schau, Karl! Feuerwerk! Auf geht's! Oh, wow! Karl, das war fantastisch! Wir müssen herausfinden, wer die Spielplatzgeräte klaut. Gute Nachrichten, ihr Kleinen. Supertruck ist hier. Supertruck, du siehst aus wie immer. Was ist der Unterschied?
Oh, du bist ein Chamäleon. Du bist fast unsichtbar. Fantastisch. Wenn du dich versteckst, kannst du den Dieb vielleicht auf frischer Tat ertappen. Ihr solltet euch auch verstecken, ihr Kleinen. Das ist Tom, der Abschleppwagen. Folge ihm, Supertruck. Wow, Supertruck, du bist tatsächlich unsichtbar. Was hat er vor? Oh, es sieht so aus, als würde Tom all die Spielgeräte anmalen. Tom, alle haben nach den Spielgeräten gesucht. Du solltest wirklich keine Sachen nehmen, ohne vorher zu fragen. Wir wissen, dass es nett gemeint war. Wie wär's, wenn wir heute alle Spielgeräte zum Spielplatz zurückbringen? Wow, Tom, das hast du toll gemacht. Der Spielplatz sieht wirklich viel besser aus. Du hast recht. Ich habe keine Ahnung, wo Supertruck hin ist. Fantastisch, Supertruck. Du hast das Rätsel gelöst. Tschüss, ihr Kleinen. Viel Spaß. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.